Ich war jetzt Anfang des Jahres, April, 2 Wochen zu Hause, weil ich mich von meiner neuen alten Heimat gelöst habe, von Wien, und tatsächlich nicht wusste, wohin mit mir. Und kurz die Überlegung war, weil ich mich getrennt habe, und kurz die Überlegung war, ob ich tatsächlich was mir jetzt in Michelstadt kaufe. So, also ob ich jetzt tatsächlich wieder dorthin ziehen sollte, weil ob ich hier in Berlin zum Flughafen eine Stunde brauche oder von Michelstadt nach Frankfurt eine Stunde brauche zum Das stimmt. Flughafen, ist eigentlich egal. Aber da sind viele Freunde, da ist meine Familie vor allem. Und nach 2 Wochen habe ich gemerkt, dass ich das nicht kann. Also wirklich nicht Ja, aber kann. das Das meine ich, hat, das ist die andere Seite des Biests, was man dann spürt. genau, das ist wirklich Ich kann diese hier nicht schlafen, ich kann Räumlichkeit. nicht aufwachen und das ja, ja. Also das ist halt wirklich, wir haben halt auch unser Hotel und unser Restaurant auf diesem wunderschönen Platz, aber man kommt halt auch nicht viel weiter raus als über diesen Platz. Und man ist immer in diesem Kreis, in diesem Kokon. Und wenn man dann so viele Jahre wirklich schon woanders gelebt hat und immer so die Möglichkeit auf Weite und hatte, dann merkst du irgendwann, dass das also das ist wirklich so eine körperliche Geschichte. Wirklich gemerkt, wie ich wahnsinnig werde. Also nicht nur körperlich, Hey, das engt sondern einen ein, psychisch. das wäre Also ja. es war wirklich, wie ich dachte, ich muss hier raus, ich kriege keine Luft. So.